Weiter geht's mit Pokémon die gelbe Edition, ich bin die Kälte von Let's Dance, blablabla. Weiter. Wir sind gerade in der Arena von Azuria City. Misty, die Wasser-Pokémon-Trainerin, ist unser Gegner, aber jetzt noch nicht, denn zuerst fordert sie hier mich aus. Misty muss nämlich warten. Alle wollen mich, aber nicht jeder bekommt mich. Wobei, Pfadfinderin, na, da muss man schauen, ne? Weil die möchten kämpfen. Und wenn Pfadfinderinnen kämpfen, die haben Tricks drauf, da ist so einiges hier. Okay, Pikachu, Donnerschock. Mal schauen, ob wir es schaffen gegen einen 19-Level-Goldini. Ne? Rutenschlag. So können wir es natürlich schaffen, aber die Verteidigung sinkt. Und mit dem Volltreffer und einer Hornattacke könnte Goldini uns schon ziemlich schaden. Und jetzt immer mehr, aber vielleicht schaffen wir ja, das Goldini zu besiegen oder das Angriffen hat, weil es einfach nicht dazu in der Lage ist. Und das haben wir geschafft mit einem Volltreffer, Pikachu. Sehr gut. Goldini wurde besiegt. Pikachu erhält 451 EP und natürlich erreicht Pikachu Level 16. Aber die Verteidigung ist immer noch nicht sehr gut. Pfadfinderin, ich bin überwältigt. Ich auch, danke. Dan gewinnt 380. Und jetzt sind wir hier vor Misty. Also geht es um alles. Ich frage mich gerade, müssen wir noch was machen bei dem Pokémon? Nee, ich glaube, es ist... Glutexo hat jetzt nicht so Vorteil in dem Kampf. Aber die anderen werden das schon irgendwie richten. Also, hi, du musst hier neu sein. Welche Pokémon-Taktik setzt du ein? Wie gehst du vor? Meine Devise ist der offensive Einsatz vom Wasser-Pokémon. Deine Gastgeberin ist Misty, die berühmte Schönheit. Bist du bereit, sicher? Oh ja, bin ich. Ich weiß gar nicht, in der Serie, am Ende, was ist denn da? Die verabschieden sich, glaube ich, einfach nur, oder? Da ist nie was passiert, so. Schade. Naja, egal. Misty setzt Sterndu ein. Und Sterndu ist stark dafür, das erste Pokémon auf Level 18, aber naja, das können wir schaffen. Donnerschock. Und ich glaube, es sieht noch gut aus, wobei Aquaknarre ist natürlich ziemlich hart, wobei das hier nicht so gefährlich aussieht. Ungefähr gleich stark, wenn ich es richtig sehe. Das könnte knapp werden. Ein Volltreffer natürlich. Und Tackle schadet mir genauso viel. Egal. Wir haben Sterndu besiegt. Und damit erhält Pikachu 408 EP und Starmie. Die Weiterentwicklung von Sterndu, ein lila Riesenstern, greift uns jetzt an. Und wir wollen Starmie schon ein bisschen... Ach, scheiße. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen aufwärmen. Aber es hat jetzt nicht so geklappt mit dem Volltreffer. Ja, Nidoqueen wird das vielleicht richten. 21, das stärkste Pokémon ist. Mein Gott, was ist denn das? Sieht eher aus wie so ein Gürteltier. Naja, ist egal. Doppelkick. Gleich. Warte. 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 Doppelkick. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Ich wusste es nicht. Ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Smetbo. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Aber X-Abwehr, okay, ja, es ist noch stärker in der Verteidigung. Das ist natürlich... Ach Gott, jetzt habe ich das Falsche auch noch gemacht. Ach gut. Schlafpuder, nämlich Gift. Ich wollte kein Giftpuder. Ich wollte Schlafpuder. Vielleicht klappt... Es hat keine Wirkung. Ach so. Konfusion. Yay. Nidoking? Meine letzte Rettung, weil mit Glutexo können wir, das sieht schon besser aus, nicht so viel erreichen. Und man sieht schon, wir haben gleich ein Problem. Gleich aber erst, weil wir machen erstmal unsere Hornattacke. Hier zu verlieren ist bitter. Und das ist, glaube ich, jedem klar. Aber was sollen wir tun? Was sollen wir tun gegen so einen Starmie? Ganz ehrlich, da gibt's nicht viel. Wir werden diesen Kampf natürlich verlieren. Das muss euch jetzt klar sein, weil wir einfach nicht in der Lage sind, es zu besiegen. Aber ich verspreche euch, wir werden trainieren. Wir werden das fertig machen. Und wenn wir soweit sind, dann werden wir dem zeigen, was es heißt, geil zu sein. Richtig gut zu sein.
Oh ja. Also ich finde, Smetbo macht immer noch am meisten Schaden bis jetzt. Schade, dass unser Pikachu tot ist. Also, ich denke, das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle Pokémon von Dan wurden besiegt. Ich falle in Ohnmacht. Ich bin leider gerade, nein, wir sogar zusammen sind hier gestorben. Jetzt sind wieder alle Pokémon fit. Was haben wir verloren? Die Hälfte des Gelbes, also. Die Hälfte des Gelbes. Die Hälfte des Geldes haben wir verloren. Das war's, also ist das noch alles akzeptabel? Und was sagst du dazu? Ja, denke ich auch. So, also, wir sind nur also nicht bereit für den Kampf. Das haben wir dadurch erfahren. Also müssen wir trainieren. Was machen wir also? Wir holen jetzt erstmal unser Fahrrad. Das tut mir jetzt hier sehr leid. Aber das Geld wird das wenigste Problem sein bis jetzt. Also bis nachher auch. Da werden wir dann die Hunderttausende von Pokédollar haben und da ist also kein Problem. Aber ich halte das Fahrrad. Und ihr wisst, was das bedeutet. Item. Fahrrad. Kann man das eigentlich auf. Nee, man kann das, glaube ich, nicht auf Dings legen. Nee, man kann es nicht auf Select hier legen, in der gelben Edition. Zwar tausche ich das mit. Ist ja auch egal. Ah, die schöne Fahrradsmusik. Und wir sehen, wir sind schnell. Und das bedeutet, wir können jetzt hier richtig, richtig abgehen. Was machen wir also? Wir ziehen erstmal weiter und wir sind in einem Haus. Das bedeutet, wir steigen wieder automatisch vom Fahrrad ab. Aber hier steigen wir wieder aufs Fahrrad auf. Und wir reisen weiter durch die Welt von Pokémon. Hier kommen wir übrigens noch nicht lang. Hier ist nämlich ein Baum. Und für Bäume braucht man einen sogenannten Zerschneider. Weil ansonsten stehen wir vor dem Baum und verzweifeln. Da kennt man ja auch ein paar Bilder aus Facebook oder unter anderem, wo Ash vor einem Baum steht und naja, ja, verzweifelt. Also, Donnerschock. Gegen Flug-Pokémon, vielleicht können wir Pikachu ein bisschen trainieren, dass es ein bisschen mehr aushält. Weil dadurch würden wir dann auch ein bisschen stabiler sein hier. Ins Level 17, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, Verteidigung ist immer noch scheiße. Man muss mal überlegen, dass hier unser Nidoking und Nidoqueen doppelt so gut ist, aber die trotzdem gestorben sind. Taubsi hat sich toll entwickelt. Er ist um 2 Level gestiegen. Ja, ich will's wieder. Taubsi ist stark. Taubsi ist einfach stark. Da kann man nichts gegen sagen. Taubsi ist schon Level 17 und beim nächsten Level wird es sich entwickeln. Darauf werde ich natürlich warten und wir werden Taubsi hier gleich trainieren. Und die anderen Pokémon müssen wir mal sehen, was wir mit denen machen, auch denke ich. Also werden wir wieder aufs Fahrrad steigen und werden. Ja, was werden wir jetzt machen? Wir werden hier einfach weiterfahren. Wir werden weiterfahren. Das ist der, denke ich, der richtige Weg. Also weiterfahren, was ist weiterfahren? Wieder hochfahren, wieder runterfahren. Hier ist nämlich ein Fahrradweg. Egal. Wir sehen, was hier so abgeht. Ob hier ein paar besondere Pokémon sind. Pokémon treten nämlich immer nur an bestimmten Stellen auf. Also an bestimmten Bereichen. Manche häufig, so wie ein Radfratz, wie ein Taubsi. Manche selten. Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich kein Pikachu. Warum können die Hyperzahn? Habt ihr das gesehen? Das ist unbeschreiblich geil, aber da kann ich nichts gegen tun. Ich meine, ein wildes Radfratz, was schwächer ist als mein Pikachu, macht das platt. Ganz ehrlich. Dann nehmt Taubsi. Weil wir werden ein Level aufsteigen und ach, warum haben wir nicht Ruckzuckgewehr eingesetzt? Egal, das klappt trotzdem mit Windstoß. Taubsi benutzt nämlich Windstoß und Radfratz ist tot. Und Taubsi erreicht Level 18. Ach, entwickelt sich dann erst da? Ich weiß es nicht mehr, egal. Hey, Taubsi entwickelt sich, aber. Hallo. Taubsi wurde zu Tauboga.
So, was gibt's denn jetzt hier Neues? Tauboga ist ein bisschen stärker. Ein wenig. Hält sich in Grenzen, aber ist schon ganz okay. Und ein neues starkes Pokémon, mit dem wir natürlich auch versuchen können, die Arena zu meistern. Ob in diesem Part oder im nächsten werden wir sehen. Oder ob wir erstmal weiterreisen und dann die Arenen nacheinander weghauen. Wie so. Wie halt. Ach Gott, ich wollte jetzt einfach gucken. Brauchen wir noch ein Pokémon, was wir ablegen? Die wollte ich nämlich eigentlich alle erstmal trainieren. Und das werden wir auch tun. Also reisen wir weiter. Wir reisen wieder zurück. Wir müssen halt noch irgendwann hierher. Und zwar, wenn wir von der MS Anne wiederkommen. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann dort hier irgendwie. Was waren dann da? Wir können dann. Was machen? Wir können dann. Ach so, beim Bill können wir dann vorbei sehen und schauen, was da so abgeht. Währenddessen werden wir unsere Pokémon hier an den zwei Trainern testen und an unserem Taubsi hier. Süß. Sehr süß. Und hier ein kleiner Vorgeschmack, was unser geiles Tauboga machen kann. So mit einem einfachen Ruckzuck-Hieb trifft es unser Taubsi so extremst hart, dass es die Hälfte nur abzieht. Währenddessen ein Windstoß des Taubsis kaum Schaden anrichtet. Und unser Tauboga echt hier ziemlich hart ist. Dadurch, dass die Genauigkeit sinkt, haben wir natürlich einen kleinen Rückfall. Dadurch kann unser Tauboga nicht treffen. Und Taubsi kann mit Windschuss attackieren. Jedoch kann es hier nicht mehr reichen. Und wir haben gewonnen. So, jetzt gehen wir mal Pokémon trainieren. Und zwar gehen wir nicht Pikachu trainieren, sondern wir gehen Smetbo und Glutexo und Nidoqueen trainieren. Ja, das wären unsere nächsten Missionen. Ich trainiere für meinen Liebsten, störe mich nicht, aber die schauen sich doch selber an. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Schon wieder eine Pfadfinderin. Und zwar mit einem Tragosso. Tragosso ist ein Pokémon, was ich weil es ist sehr anhänglich und sehr süß. Seht ihr es an? Guck mal mit den kleinen Händchen. Und es hat nach dem Tod der Mutter ihren Schädel genommen und hat sich aufgesetzt. Und niemand kennt das Gesicht von Tragosso übrigens. Ist irgendwie eine komische Story, aber ist so. Schlafpuder. Damit lassen wir erstmal das Tragosso einschläfern. Natürlich nicht ganz tot, nur ein bisschen betäuben. Und dann mit Konfusion versuchen wir Tragosso in die Knie zu zwingen. Was bis jetzt nicht so knapp. Ah, Mist. Jetzt sinkt auch noch unsere ATK. Und jetzt können wir es nicht schlafen lassen. Doch, jetzt funktioniert es wieder. Gut, und dann versuchen wir es weiter. Ich frage mich, ob hier Tackle mehr funktioniert als Psycho, also mehr bringt. Aber ich glaube, das eher nicht. Von daher, ach Gott. Machen wir einfach mal weiter im Angriff. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und ist auch noch verwirrt. Und durch die Verwirrung hat sich selbst verletzt. Also hat das noch mehr gebracht. Und wir greifen weiter an. Und es wieder verwirrt uns, wird sich nicht verletzen. Heuler nämlich setzt ein. Damit wird der Angriff gesenkt und wir werden es nicht sofort besiegen. Natürlich werden wir es natürlich jetzt besiegen. Aber eigentlich wäre dann der Angriff natürlich schwächer. Smetbo erreicht währenddessen Level 17. Wir hätten echt erst ein bisschen trainieren noch sollen. Und ich besiege Pfadfinderin. Das ist unmöglich, aber es ist wahr. Ich gewinne 400 ATK. Und das alles aus Liebe. Ja, das alles macht er aus Liebe. Aber ich lasse ihn nicht allein. Er will sogar mit mir kämpfen. Von daher. Pfadfinder möchte kämpfen. Ultrigaria. Was ein Ultra Gariantes Pokémon. Oh, wie ihr gerade hören konntet, ist irgendwas gerade rausgegangen. Ich denke, vielleicht mein Gamepad oder ein Kartenlesegerät oder. Aber erstmal spielen wir hier weiter und zwar. Ach, Steff. Ich bin so dumm. Ich bin so ultra mega dumm. Ich habe gerade darauf geachtet, was hier mein Computer macht und da. Ui, nicht schlecht. Sehr effektiv auch noch. Und damit werden wir mit Smetbo. Ach, wir hätten das Pokémon wechseln sollen. Was soll's? Werden wir mit Smetbo eigentlich hier. Okay, wir wechseln das Pokémon einfach nochmal, weil es geil ist. Und zwar zu Nidoqueen. Smetbo, echt klasse gekämpft, muss ich einfach sagen. Und Nidoqueen wird mit einem der berühmten Kratzattacken
Utrigaria versuchen zu bezwingen und das hat es auch geschafft mit dem Volltreffer. Direkt ins Gesicht. Smetbo erhält 256 EP und Nidoqueen auch. Nidoqueen erreicht damit Level 17. Das war das Ziel von mir gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich besiege Pfadfinder. Das kann nicht sein. Ich misch mich ein. So, Klutexo ist noch übrig. Gibt's hier noch irgendwelche abstrusen Trainer? Nee. Nee, der nicht. Dann vielleicht der nächste, werden wir gleich sehen. Oh, ein wildes Tauboga. So was gibt's auch auf Level 17. Hätten wir ja gleich fangen können. Naja, was soll's. Glut bringt vor allem Tauboga, wenn's nicht flieht. Bringt halt auch viel mehr EP ein. Jetzt brennt's auch noch. Einfach aus dem einfachen Grund, weil es eine Weiterentwicklung ist. Weil es natürlich dann auch stärker ist. Aber man sieht hier, wie stark das ist. Ist auch noch Ruckzuckieb. Okay, das bringt jetzt nicht so viel. Hoffen wir einfach, dass es kein Windstoß wieder einsetzt. Und mit der Glut einem Volltreffer, das wäre auch noch sehr geil, könnten wir noch mehr Schaden anrichten. Sandwirbel, okay. Und jetzt wieder Brand und beim nächsten Angriff würden wir dieses kleine Minimatch gewinnen und Ruckzuckieb, das wird knapp. Glut Texo überlebt aber. Und setzt Glut ein und damit haben wir Tauboga besiegt. Klutexo kommt hoffentlich auf Level 17. Yeah, Klutexo erreicht Level 17. Und ist schon nicht schlecht, muss man einfach sagen. Naja, ein bisschen noch. Auf Level 32, soweit ich weiß. Ja, da entwickelt sich dann weiter. Oder 34, das wäre dann genau die Hälfte bis jetzt. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, aber das dauert auf jeden Fall noch. So, das haben wir schon mal geschafft. Und dann hätten wir soweit fertig trainiert. Aber ich will es, um ehrlich zu sein, noch nicht wagen. Ich will erst noch mindestens Level 18 oder 19 die anderen Pokémon haben, weil das ist echt wichtig. Dann noch ein paar Tränke mir kaufen, um mein Pikachu wieder ein bisschen aufzupäppeln. Weil mein Pikachu ist ja gerade auch hinüber. Kann man nicht einfach anders sagen. Und das werden wir beim nächsten Part sehen. Also sehen wir uns erst dann wieder hier in Orania City. Ich bin die Cable. Ciao.